es ist insgesamt wichtig, dass man im Leben etwas findet, was einen eine Erfüllung gibt und was einen ausfüllt. Es ist nicht das Geld, dem man hinterherlaufen sollte, sondern man sollte einen Inhalt in sein Leben packen. Und das ist bei mir die Musik. Mein Name ist Tommy Schneller. Ich bin Musiker, Sänger, Saxophonist und komme aus Osnabrück. Lebe hier mit Unterbrechung mein gesamtes Leben. Also aufgewachsen bin ich in Osnabrück, in Haste. Bin nach meiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann ein paar Jahre weg gewesen und bin 97 wieder zurückgekommen. Habe 97 mein erstes Album aufgenommen und lebe eigentlich seitdem in Osnabrück und bin mit meiner Band unterwegs. Ich kenne natürlich viele, viele Städte durch meine Tätigkeit, aber Osnabrück ist ein extrem heißes Pflaster für die Größe dieser Stadt. Also es liegt mit Sicherheit einmal an der Tatsache, dass es so ein bisschen Provinzhauptstadt ist. Für die Einwohnerzahl ist hier extremst viel los. Es gibt viel Kunst, es gibt viel schaffende Kunst, es gibt Bildhauer, Maler, es gibt in der Musikrichtung, es gibt Klassik, es gibt Jazz, es gibt Blues-Szene, es gibt eine Rock-, eine Punk-Szene, es ist eigentlich alles vorhanden. Und wenn man sich andere deutsche Städte in der Größenordnung anguckt, ist hier der Bär am Tanzen. When the week is over and your head really aches, just one thing that you can do. Egal welche Musik du magst, ob du Klassik-Fan bist, ob du Punkrock hörst, ob du Jazz, Blues, was auch immer du hörst, es versetzt dich in eine Stimmung, es gibt dir eine Auszeit. Das ist auch als Live-Musiker deine Aufgabe, dass du die Leute 2-3 Stunden den Alltag vergessen lässt. Ich kann mich begeistern für Dinge, wo viele Leute an einem Strang ziehen, wo eine Teamarbeit da ist. Dafür kann ich mich sehr begeistern. Vor allen Dingen, wenn noch irgendwie ein sinnvoller Aspekt dahinter ist. Ich kann mich extremst für gutes Essen begeistern, leider. Ja, und was ich liebe, ist das Meer. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin hier in Frieden leben können, dass wir weiterhin unsere Aufgaben verfolgen können und ein Leben nach unserem Gusto führen können. Das würde ich mir wünschen. Tim says.